Jetzt sind beide Lebensräume, sowohl Hecken und Bäche wie auch Tümpel und Weiher, bedrohte Lebensräume. Und mit dem Tier vom Jahr Iltis wollen wir dazu aufrufen, um wieder mehr von diesen Naturoasen in unserer Landschaft einzubauen und die miteinander zu vernetzen. Ja, wir haben zum Beispiel das Programm, das nationale Hase und Co. Mit dem sorgen wir für vielfältige Natur- und Kulturlandschaften, indem wir eben zum Beispiel Hecken anpflanzen, Drainagen ausdolen, Bäche ausdolen, dass wir wieder Hecken anpflanzen. Gleichzeitig bieten wir aber auch im Siedlungsraum Hand zur naturnahen Gestaltung von Gärten oder Aussenbereichen. Und wir organisieren auch Schulungen rund um das Thema naturnahe Gestaltung. Also einfach so in die Natur gehen, ist eigentlich praktisch aussichtslos. Vielleicht im Zusammenhang mit einer Amphibienzellstelle kann es mal sein, dass man entdeckt, dass hier ein Iltis das Kessel plündert. Und dann kann man hoffen, dass der vielleicht nächste Nacht noch mal kommt. Aber ich weiss von niemandem, auch nicht von mir selber, dass man gezielt kann Iltis beobachten kann. Mit einer Ausnahme, ein Freund von mir hat einmal an einem Dachsbau, wo er Dachsen beobachten wollte, eine Iltis-Familie gesehen, rausgekommen. Und ist dann ein paar Tage lang dort beobachtet. Das ist natürlich wahnsinnig viel Glück, aber wenn sie Junge haben, dann sind sie immer an diesem Ort und dann hat man vielleicht eine Chance. Wenn man einen im Garten hat, dann muss man es darauf achten, vielleicht hat es noch in einem Loch, was früher noch nicht hatte. Und Iltis haben einen ganz eigenartigen Geruch. Und das schmeckt man, aber man weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man die Erfahrung nicht hat. Das schmeckt so ein bisschen parfümiert. Wenn man also ein neues Loch im Garten hat und das schmeckt so eben nicht grusig nach Raubtier, sondern so ein bisschen mehr parfümiert, dann ist vielleicht ein Iltis drin.